So, herzlich willkommen zurück zu einem Part von Let's Play Champions of Regnum. Wir sind gerade ein bisschen am Fliehen von Syrten, aber ich habe recht gut abgefarmt. Aber leider ja immer wieder hinten ran, weil ja, es sind einfach zu überlegen, die Syrten momentan wieder. Die Syrten wurden mehr und die Alsen wurden weniger. Das ist einfach so, man kann leider nicht immer sofort immer wieder Parts produzieren, weil einfach nichts los ist. Und dann wieder mal wird es los und dann muss ich wieder ja, alles starten. Geht wieder so langsam, weil ja, Champions of Regnum OBS echt langsam macht. Alle Programme eigentlich irgendwie mega langsam macht. Und deshalb, ja, geht es halt nicht immer so gut. Jetzt bin ich gerade eher in einer schlechten Situation, weil so viele Syrten hier sind. Aber es läuft eigentlich relativ gut. Ich bin noch nicht gestorben heute. Ich habe schon echt viel gemacht. Bin noch nicht gestorben. Aus irgendwelchen Gründen sterbe ich mit 41 weniger als viele mit Level 60. Kann das sein, dass ich ein bisschen besser zocke? Ein bisschen taktischer zocke? Ich weiß es nicht. Aber das dürft ihr gerne mir so ein bisschen analysieren. Aber ich bin natürlich nicht einer, der voll auf Angriff geht und deshalb ist das natürlich schon relativ praktisch. Aber es geht immer hin und her und das mag ich nicht. Wenn nicht alle taktisch spielen, geht es nicht. Und wir brauchen viel zu viele Spiele. Ich werde nachher noch ein bisschen Reichsquest-Ding abgeben. Ja, Briefe abgeben. Und ich sterbe jetzt. Geht, lasst mich doch mal in Ruhe, ey. Kaum geht es wieder auf die andere Seite, sterbe ich. Oh, Mann, liebe Spieler, ey. Müsst ihr immer so überzählig sein, ey. Also, wir gehen Reichsmauer. Und machen lieber Reichsquest. Momentan, sorry, dass ich jetzt nicht weiter zeige, aber ich bin so aggro, dass die Mitspieler so einfach reingehen und dann sofort wieder weggehen. Das ist, als würdet ihr irgendwie, ja, selber tanken müssen. Und das ist natürlich nicht so gut. Und der Geldrog, der ist die ganze Zeit am Farmen. Ständig muss er meine Magnaniten wegnehmen. Der farmt nur Magnaniten. Für was spielt er ein Game, wenn er nur handelt? Das ist sowas von nervig. Aber ich bin immer ein bisschen schneller als er. Hat wahrscheinlich nicht so gutes Internet. Oder einfach ist es immer zu langsam. Ich bin immer taktisch. Auch beim Magnaniten sammeln. Das ist zum Glück schon gut, aber ja, es spawnen einfach viel zu wenige Steine, deshalb mache ich es immer sehr wenig. Und jetzt momentan habe ich keinen Bock auf Syrten. Bisschen weniger Syrten wäre gut. Und deshalb machen wir jetzt mal Reichsquest. Also, leider abbrechen, aber das geht einfach noch nicht. Das ist sowas von nervig, weil du kaum Gegner hast, die du schon erledigen kannst. Deshalb geht es mega lange. Also leider keine Syrten-Quest schon. Ich habe es einfach mal getestet, wie schnell ich Syrten, also einfach wegen der Anzeige, wie schnell ich Syrten killen kann. Und ja, so 43 in 3, 4 Tagen ist eigentlich schon gut, aber es geht zu lange bis 100. Was nicht, 49 war es, glaube ich. Und deshalb, ja, bin ich mal ein bisschen, ja. Anders am machen jetzt. Mit euch ein bisschen zeigen, wie ich herumlaufen kann. Ne, damit ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, mit euch zu reden. Das ist mir schon wichtig, weil ja, es ist einfach zu actionreich. Ich bin nicht ganz so konzentriert in den Games fürs Reden und deshalb bin ich eher so ein bisschen gerne jetzt noch ein bisschen am weniger Reichsquests machen. Warzone machen. Aber ihr seht, es macht eigentlich immer wieder ein bisschen Spaß. Es ist aber sehr unbalanciert und deshalb muss ich einfach stärker werden. Erst dann kann ich wirklich stressfrei, ja, kämpfen. Ich brauche einfach Items zuerst, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt Level 41 und habe kein einziges Grünes gefunden mit dem Jäger und mit dem Hexer. Und damals, vor einem Jahr, habe ich vier
grüne, ein blaues und ein lilanes gefunden und Level 40. Stellt euch das mal vor. Was ist denn los mit der Drop-Chance? Ist es wirklich dieser Bug, dass man, wenn man zu viele Items trägt im Inventar, dass man nichts mehr findet? Aber was ich finde, ist eigentlich 90% Stäbe in Weiß. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn mehr. Was haben die Entwickler eigentlich gemacht mit dem Game? Das macht irgendwie absolut keinen Spaß mehr, außerhalb von der Warzone. Und bis man in der Warzone ist, ja, hat man einfach noch die Probleme. Also man levelt einfach viel zu lange. Und danke für die Kommentare. Zum Beispiel hat einer geschrieben, ja, das Leveln geht einfach viel zu lange. Und das ist natürlich schon echt wahr. Wir machen eine große Quest. Ja, gehen halt nach Gokstad zuerst. Aber lieber ein bisschen mehr XP und dafür weniger laufen. Also immer die Großen eigentlich machen, wenn ihr ab Level 41 levelt. Und unter Level 40 macht ihr die Kleinen am besten. Die 300er am besten. Nicht die 200er oder 100er. 1000er meine ich. Also nicht die 3000er. Nein, die 3000er und nicht die 2000er. Jetzt bin ich wieder völlig unkonzentriert und sage einfach mal die falsche Tausender Stelle. Ja, ich habe eben heute echt viel gemacht und habe getrauert. Aus welchen Gründen auch? Ne, ich weiß, was welche Gründe es sind. Weil der FC Basel verloren hat. 2-1 leider. Deshalb habe ich getrauert. Ich bin so ein armer Typ. Ich bin so Fan vom FC Basel. Aber wenn sie einfach mal nicht gut spielen gegen schlechte Gegner, dann ja, bin ich traurig. Aber gut spielen gegen gute Gegner. Ja, die haben Getafe 2x2-0 geschlagen. Also, das ist schon gut. So also viel besser als die ersten drei, also die unterersten drei von Deutschland. Also, momentan wahrscheinlich so gut wie Mönchengladbach, die erste sind. Und das zeigt schon, dass wir natürlich schon ein bisschen ja, weit oben sind. Auch wenn wir Zweite sind in der Schweizer Super League. Es geht schon gut. Mit dem FC Basel, aber die schlechten, also die Spiele, die nicht so wichtig sind, ja, die spielen sie einfach nicht gut. Sie spielen nur die gut gegen gute Gegner auch super. Das müssen sie unbedingt ablehnen. Die haben Manchester City geschlagen, Bayern München, die haben ja gegen Barcelona unentschieden gemacht. Das ist eine super Mannschaft. Aber ja, das ist genauso wie in Alsius. Wir haben gegen die Süden keine Chance, einfach wegen der Überlegenheit der Süden. Und da hat es manchmal halt auch, wir haben nicht so viel Geld, wir haben nur ungefähr 60 Millionen, was andere Clubs ungefähr 1 Milliarde haben, Durchschnitt. Schlagen wir sie locker, die mit 1 Milliarde Geld. Und das ist ein großer Unterschied, das macht viel aus. Und ja, jetzt momentan alle unsere guten Spieler bei Mönchengladbach und darum sind sie Erste, weil alle verkauft wurden. Aber wir auch dadurch auch ein bisschen mehr Geld bekommen haben. Der Wert hat auch wieder ein bisschen gestiegen ist von unserer Mannschaft. Ja, und hier auch, Jimmy auf Recken, spielt einfach besser. Schaut, dass ihr mehr Items bekommt und so weiter und dann macht es auch mehr Spaß. Dann ja, schrumpfen nicht immer die Clans und so weiter. Also jetzt momentan ist echt wenig los. Heute ist wieder mal ausnahmsweise ein bisschen mehr los bei Brazzers. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute sind einfach so mega deppri, weil sie nicht ankommen gegen die Syrten. Kämpft doch dagegen. Zeigt den Syrten, dass ihr besser seid, auch mit weniger Leuten. Ihr müsst dort einfach etwas zeigen. Aber ich habe die Ahnung so ein bisschen, dass die Voraussetzung, dass einfach die Eisen langsam keinen Bock mehr haben. Einfach nichts mehr passiert bei den Eisen. Und das finde ich stinkig. Weil das demotiviert mich auch selber. Ich mache ja Videos und bin deshalb auch mega motiviert, das Spiel zu spielen. Aber wenn ich keine Videos machen kann, weil einfach der Content auch fehlt, vor allem die Lust, dann auch mal gut zu spielen mit Level 60. Einfach flöten geht, dann stimmt halt auch etwas ein bisschen nicht. Also, dann bin ich auch demotiviert. Aber wenn alle zusammenarbeiten, alles jetzt wieder ein bisschen nach vorne kommt und nicht immer letzter ist von den drei Reichen, dann geht's auch.
Ja, und ich bin eben also momentan ein bisschen erkältet oder Asthma ist es eher. Und deshalb bin ich jetzt nicht gerade so gewillt, so viele Parts zu machen. Eher Livestreams hätte ich Lust, aber gut. Naja, wie lange geht es eigentlich mit der Eule, bis man Tickets bekommt? Habe ich die Tickets schon? Aber ich habe ja eine Reichsaufgabe abgeschlossen, das können wir gleich mal nochmal kurz überprüfen. Und zwar. Oh, ein paar neue Spiele vor. Vor einem Tag, okay. Der Achim Hart ist vielleicht neu. Wo ist das Ziele? Ja, Töte Reichsgegner haben wir abgeschlossen. Sonst leider momentan echt wenig gespielt in der Dardragos Hunter am 14. habe ich nochmal darüber ein gegnerisches Wort. Aber eben, wir sind so unterlegen, dass ich jetzt mit Level 41 schon recht gut in der Warzone auch diese Reichsaufgaben machen, also diese Clan-Aufgaben machen kann. Naja, wird alles besser weggehen. Was? Ich hasse es hier, den Massestock-Klasse Drecksleute. Das stimmt, das ist immer so. Das ist leider immer so. Sylten haben halt einfach keine qualitativen Leute. Lieber Disliker. Die disliken immer noch meine Videos, obwohl ich eigentlich nicht mehr gegen sie hate. Also, ich habe ja eigentlich nie gehatet, ich habe nur ihnen gesagt Spargeltarzahne. Und in die Überschrift geschrieben, okay. Aber wenn sie das so wollen, dann mache ich das umso mehr. Nee, es ist halt einfach eine Feindschaft, also Ingame-Feindschaft. Aber es hat nichts mit meinen Videos zu tun. Also hatet meine Videos nicht, wenn ich halt ein bisschen rollenspielartig runter mache, Sirten. Aber spielt doch besser, dann seid ihr auch natürlich besser auch in meiner Rangliste. Weil die Igen, die mag ich sehr. Die spielen nicht so unfair wie ihr und kommen von allen Seiten, dass ihr mich killen könnt und so weiter. Nee, die haben einfach auch weniger Masse. Und deshalb haben sie auch bessere Klasse. Aber immer, die Eisen sind halt immer noch die besten im Teamfight. Nur haben wir halt einfach keine Chance, weil ich natürlich auch gefokust werde, kann ich da auch nicht so viele Videos darüber zeigen. Noch. Aber ihr dürft mich gerne unterstützen. Wenn ihr Items habt, ihr könnt sie einfach ein paar Tage ausleihen und dann würde es mir natürlich schon viel besser gehen. Ich bin immer wieder online, vor allem abends, und kann die Items dann immer wieder zurückgeben. Aber so könnt ihr mich eigentlich ein bisschen unterstützen als Videomacher. Dann habt ihr natürlich auch mehr Spaß beim Videoschauen, weil mehr passiert. Und so weiter. Ein gegenseitiges Pushen wäre doch nett. Weil ich kann euch dann auch unterstützen. Ich habe dann wahrscheinlich am meisten Items oder so. Und kann euch dann auch Items ausleihen, wenn ich sie habe. Geht halt noch nicht so schnell. Aber gut, es ist halt einfach. Ja. Gut, ich bin im TS3 leider noch nicht freigeschalten. Ich kann nicht reden. Aber ich kann jetzt reden. Sound resumed. Hallo. Röhre Kakao Ich kann gegessen, ja. reden. Ja, Digga, ich wollte jetzt nehmen, mal eine Runde FIFA, schon runterzukommen. Okay. Was? Ich dachte, jetzt gehen wir mal ein paar Leute verprügeln, richtig? Danach, 10 Minuten und dann. Ich bin ja im TS. Können labern. Geht das gut? Ja. Da ist hier noch die Traumfrau. Ja, es ist immer noch gemutet. Dachte ich mir schon. Sound muted. Ja, da haben wir ein bisschen reingehört, aber ja, wenn ich nicht freigeschalten werde, kann ich ja nicht TS machen. Die Leute wollen immer, dass ich TS gehe, aber ich werde nie freigeschalten. Das ist eine Sache an diesem Clan, die nicht funktioniert scheinbar. Aber wieso wird man denn auch blockiert als Neuling? Also, wieso hat man am Anfang an nicht schon die Bewilligung zu reden? Und wieso ist Passwort geschützt? Macht doch einen eigenen Server. Dann müsst ihr nicht Passwort geschützt Ding haben. Dann könnt ihr das so machen, dass wir nur den Code haben für das TS3, für den TS3-Channel, aber dann nicht freigeschalten werden müssen. Das ist auch noch so eine Sache, die halt noch nicht so läuft, weil der Clan relativ wenig weit ist, zwar schon ein Jahr alt ist, aber halt noch nicht so gut gemanagt wird. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht ein bisschen nach oben komme und dann auch ein bisschen helfen kann. Weil momentan bin ich noch nicht mal Mitglied, scheinbar. Man muss irgendwie sich anmelden, man muss irgendwie eine Bewerbung schreiben für Mitglied werden. Wieso ist man nicht Mitglied, wenn man, ja, startet? Weil man joint ja rein. Also ist man eigentlich schon Mitglied, oder?
Finde ich ein bisschen doof gemacht, aber gut. Das ist immer so meine Kritik halt. Weil es noch nicht so viel läuft, habe ich halt auch ein bisschen mehr Kritik. Bis ich ein Spiel liebe, oder ein Clan liebe oder so, geht halt bei mir recht lange. Weil ich immer so ein bisschen vorsichtig bin. Wie viel unternehme ich schon, ohne dass es mich dann bored und ich dann rausgehe? Bored. Ich liebe den Frosch. Der Bored-Frosch. Kennt ihr den Bored-Frosch? Der ist scheinbar ja, nicht mehr so beliebt. Aber damals, so vor 10 Jahren oder so, war der richtig bekannt. Der Bored. Er sagt nicht Word oder sondern Bored. Der Bored-Frosch ist bei Regnum da, wie noch nie. Immer noch da. Regnum muss besser werden. Entwickler, mach doch endlich was. Aber das ist so motivierend, das Spiel. Ich sag's jetzt nochmals, aber RVR kann kein Game besser als Regnum. Und ich bin RVR. Ich bin der RVR-Kumpel. Ich lieb das Pferd, wie es in der Luft schwebt. Ich rede wie Hitler. Aber ich bin nicht Hitler. Ich bin ein Grummel. Ich bin gegrummelt. Ach, ich liebe Rollenplay. Da kann man verschiedene Dialekte machen. Ich liebe zum Beispiel Trainer von der Schweiz, die französischen Akzente haben. Wie zum Beispiel Petkovic, der Nationaltrainer. Oder der Favre von Borussia Dortmund. Ja, die haben so richtig coolen Dialekt. Habemacher verloren. Ballesta. Ja, wegen Path of Exile bin ich nicht gerade zu Ballestas, als Ballistas gut jetzt momentan, weil sie echt zu schwach sind. Aber mein neuer Bild in Path of Exile, der ist mega gut. Also, Quest abgeschlossen. Wow! Wow, ein bisschen. Zwei Striche. Wow. Okay. Der Stein ist immer noch in Syrtis von Ignis, der rote. Kurz schauen. 17 Minuten, also können wir noch ein bisschen etwas machen. Ja, also gehen wir noch ein bisschen Magneten sammeln und gehen dann nach Mottensouvenir wieder hoch. Und, ja, ich schaue, dass ich wieder jeden Tag einen Part bringen kann. Aber ich warte noch ein bisschen, bis ich einen Booster einsetze. Ich sage so mit Level 44, denke ich mal, setze ich den ersten 500er Booster ein. Also ich 200er Booster. Ja, sie verlieren an Wert, oder? Ich schaue mal, dass ich einfach mehr Zeit finde für Regnum. Dass ich schneller levele. Ja, und eventuell den Beshi noch ein bisschen hochlevele. Der Dragodian heißt er. Mein Beshi. Und dem geht's eigentlich relativ gut als Lagercharakter. Ne, der muss unbedingt gelevelt werden. Weil ich als Beshi viel besser farmen kann, scheinbar. Wurde mir gesagt. Das ist eine üble Farm. Wollten wir Alge und Elfe klammern? Ah, wollten, okay. Ja. Könnten wir machen, aber ich habe keinen Bock gerade. Ich mag diese Hirten jetzt gerade wirklich nicht mehr so gut, so gerne. Die waren immer schöne, spendable Gegner, als sie noch nicht so häufig waren. Aber jetzt sind sie zu häufig geworden. Zu viel auf einmal. Sie sind einfach peinlich, weil sie nur in Gruppen stark sind. Und alleine sind sie mega schwach. Also ein bisschen überlegen sind sie mega schwach. Wir gewinnen eigentlich immer. Aber wenn sie ein bisschen viel überlegen sind, dann verlieren wir natürlich immer, vor allem ich, weil ich ja noch Low-Level bin. Das ist so eine Sache. Und eben, sie sind nicht gerade lieb. Sie, ja, haten mich auf YouTube, weil sie auf YouTube mir ein paar Sachen erzählen können, die nicht so gut sind. Jetzt sage ich, ja, ihr seid peinlich, ihr verliert immer. Nee, wir sind nicht peinlich, wir verlieren nicht immer. Ich mit Level 41 verliere eigentlich so wenig, wie es nur geht. Ich kann halt nicht viel reißen, aber ich kann auch nicht viel sterben.
Es sind einfach die anderen, vor allem die Argentinier spielen ja mega schlecht. Aber eure Argentinier spielen noch schlechter. Also sagt bitte nichts, gell? Einfach nur mich in Ruhe lassen, Zürten. Ja, nett, weil ich bin nicht der, der böse ist. Das sind andere, das sind Level 60er mit super Equip. Die sind böse zu euch. Also einfach nicht auf mich losgehen, sondern auf andere, die zum Beispiel so Babo-Videos machen mit Schneiden und alles mögliche. Kann ich zwar auch, aber ja. Ich habe eher irgendwie einen Bug bei YouTube, deshalb mache ich das nicht. Und bezahlen für ein Schneideprogramm kann ich leider auch noch nicht so richtig. Das wird auch kommen. Und die Grafikfehler, die Lichtbugs sind auch nice. Respekt an Regnum, an die Lichtbugs. Yeah! Großmann! Ja, wollen wir noch ein bisschen in diese Eisgebiete gehen? Ne, ich brauche ja keine Magneten, ich muss Reichquests machen. Deshalb, ja. Doch eher. Nochmal hoch zum Mountzognier und nochmal eine 6000er Quest annehmen. Oder 3000er Quest. Ja, beides. Also das erste, entweder 3000 oder 6000 nehme ich. Oder 5000 schon. Jo, was ist das für ein Daniel Sommer. Wieso fragt er mich, ob ich... Ah, Hello, weil ich bei Hello war wahrscheinlich. Naja. Ich bin halt einfach momentan nicht gerade so gewollt, jetzt Bosse zu erledigen. Weil ich das Anfangs-Clan eigentlich immer gemacht habe. Und die anderen nie, habe ich so ein bisschen die Langeweile verspürt, das zu machen. Weil ich bin ja immer der gewesen, der alle Bosse für andere erledigt hat, also die Arbeit gemacht hat. Jetzt, wenn ich es besser merke, ja, mache ich es. Aber jetzt im Video habe ich leider das nicht gemacht. Und vor dem Video war ich auch ein bisschen abgelenkt, AFK dort, wahrscheinlich beim Hallo. Hello. Ja. Sonst nehme ich natürlich alle an und mache alles. Ihr müsst einfach mehr machen in Regnum, damit es euch mehr Spaß macht. Viele Spieler haben einfach das Gefühl, sie müssen nichts mehr machen und sind deshalb mehr gelangweilt. Also am besten, wenn ihr Langeweile habt bei Regnum, macht ihr das anders. Ein Charakter machen, einen neuen oder Items farmen und halt nicht Warzone, wenn es euch stört, dass in der Warzone nichts los ist, oder? Also das ist die Quest mit dem Barren. Die müssen wir nicht annehmen, aber die Quest könnten wir noch annehmen. Das ist nämlich die Wasserelementar, Wasseranhänger-Quest. Und die machen wir dann im nächsten Part. Jetzt mache ich zuerst mal Reichquest weiter. Idom online. Ich bin online. Der Idom ist online. Leider gibt es hier im Crafting nichts zu machen, leider. Ich habe irgendwie eine Quest bekommen, aber ich habe irgendwie die Schriftrollen irgendwie nicht bekommen oder so. Ah, ich muss sie abgeben. Aufklärungsmission. Nein. Genau, Crafting, hier. Ich muss noch einen Higgin töten, da habe ich gar noch nicht gemacht. Scheinbar habe ich das einfach übersehen. Ja, 5500, wieso nicht? Hallo? Gracias a status por ayudarme en via genius. So wird wahrscheinlich ein Spieler gelobt. Für die Tote. Ja, wie immer, Gokstadt. Wieso sind alle Reichsaufgaben mit Briefen in Gokstadt oder in Hauptstadt? Geht das nicht ein bisschen böse? Wie heißt der Rudi, der Jäger? Ah, der Rudi. Der Rudi, Jäger. Willkommen. Ich weiß nicht, ob du schon einen Charakter hast, aber ein anderer. Aber, ja, willkommen im Spiel. Auf jeden Fall, weil ich dich noch nicht kenne. Aber toller Name hast du. So. Ja, zeitlich? 24. Ja. Ich muss ja eigentlich jetzt nur nach Gokstadt und weitermachen die Quest. Deshalb mache ich mal das Video jetzt vorbei, weg. Also, ja. Nächster Part kommt sicher morgen. Ich habe wieder ein bisschen mehr Motivation. Und falls ihr Fragen habt oder Wünsche oder solche Sachen, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Bis dann.
Tschüss.